Hallo, hey, bist du draußen? Ich muss mich ganz kurz strecken und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival Games wieder auf meinem Server. Einfach mal wieder zeigen ein bisschen. Ich weiß nicht, ich habe schon eine Folge aufgenommen, die hat mir aber persönlich nicht so gut gefallen. Ah, deswegen weiß ich noch nicht so, ob ich die hochlade. Wenn ich die hochlade, dann wisst ihr schon, ich werde... Nee, ich erwähne einfach gar nicht so viel von der alten Runde, in der Runde auf jeden Fall noch. Nee, ja, wie gesagt, Survival Games gibt es jetzt auf dem Server, beziehungsweise momentan halt die Alpha-Tests. Ja, und... So, zack, zack, zack. Ja, momentan sind die Tests, es laufen die Tests, wie sagt man, wird schon stimmen so. Und ja, deswegen auf jeden Fall hier mal so ein bisschen zeigen, wie weit wir sind. Wir haben noch ein bisschen Probleme mit dem Essen. Und Karotten gehen nicht. Okay. Ersten Gegner aus dem Weg geräumt, dem LP-Miner. Einfach eiskalt. Easy. So. Zack, zack. Der ist mir einfach über den Weg gelaufen. Da musste man da auch was gegen machen. Ich wollte Deathmatch testen. Ja, gut, das kann ich jetzt nicht wissen. Das musst du mir sagen, mein Freund. Don ist wer? Mr. Splatch. So. Zack, zack, zack. Rüstung geht eigentlich schon relativ gut klar. Also für die Serververhältnisse, die wir momentan haben, ist es auf jeden Fall eine gute Rüstung. So. Ne, von hier kann ich nicht runterspringen. Doch, könnte ich eigentlich sogar. Und ich mach. Da trifft sich ja gut. Da trifft sich. Ah, da ist hab ich gesagt. Nee, also läuft auf jeden Fall gut, die Runde. Die Runde. Sie Hashtag läuft. Hab ich deinen Namen gesehen? Nee, war keiner. So. Noch ein Pfeil, noch ein Fisch. Den Fisch, der schmeckt mir sehr, sehr gut. So. Ach. Noch mehr Lederrüstung. Oh, der erste Bild. Warum ist in normalen Kisten nichts drin? Ja, das ist einfach nur beim Replacen passiert, dass da einige Kisten nicht nur replaced wurden. Halt nicht replaced. Ja, genau. Da hinten haben wir auf jeden Fall wieder einen Gegner. Den holen wir uns. Ist da eine Truhe drin? Oh, tatsächlich. Aber wir bekommen immer wieder hier diese blöden Hosen. Und von allem haben wir jetzt einfach mal so ein Essen im Inventar. Mr. Oha, Combo. Ausgekombo, dann war ihn. Sehr nice. Hexer. Muss so laufen. Zwei. Ja, nice. Dart Range. Ja. Digga, Skill. So. Also die Runde, sie läuft auf jeden Fall. Die Runde, sie läuft auf jeden Fall sehr gut schon. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr vielleicht sogar selber schon mal ein paar Runden Survival Games gespielt habt. Es sind immer so 6, 7 Leute drin auf jeden Fall. Das ist reicht zum Testen auf jeden Fall schon mal. Es soll natürlich zum Ende hin auf jeden Fall hier deutlich mehr. Das hoffen wir, dass die Runden voll werden. Spätestens, wenn die 2.0 kommt. Und... dann erhoffen wir uns wirklich hier, dass wir auch fast volle Runden, manchmal volle Runden mal sehen, wie es läuft. Und ihr könnt einfach mal schreiben, was wir verbessern sollen. Da ist ja das Schöne daran, dass das Deathmatch beginnt jetzt auch gleich. Sehen haben wir noch was Tolles. Wow. Ich kann mit dem Bow craften. Läuft bei ihm. Genau. Bogen. Ich muss gerade überlegen, wie man Bogen craftet. Ja, machen wir so. So. Zack. Nachher nochmal. Ja, natürlich. Ich bin eigentlich den ganzen Abend jetzt hier, weil ich muss zum Glück doch kein Englisch-Vokabeln lernen. Weil der Vokabeltest, wir haben so morgen so einen schönen, also am Freitag, das für euch heute. So Tag Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage-Dingens.
Das ist ja natürlich eine gute Geschichte so und für uns Schüler auch gut, da unser schöner Englisch-Vokabeltest freundlicherweise verlegt wurde. Bitte kein Target. Bitte kein Target. Oh mein Gott. Da wolltest du kommen, ne? Das ist mir schon aufgefallen. Nee. Ja, und... Okay, GG. Nice. Runde, das war die erste Runde, die ich auf meinem Server gewonnen habe. Cool, glaube ich zumindest, was? Ich glaube, ja. Ja, auf jeden Fall die Runde, sie lief auf mir sehr, sehr gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr auch Survival spielen wollt, dann könnt ihr einfach mal auf den Server kommen, gamebookie.de und dann seht ihr hier so die Alpha-Test-Server einmal, Survival Games, oh, jetzt geht auch weg mit Splash, Nexus Games und 4 gegen 4, das ist eigentlich 1 bis 1, nur 4 gegen 4, auch in jedem Fall sehr cool umgesetzt und ja, ich würde mich freuen, wenn ich euch auf dem Server sehen würde, haut rein Leute und tschüss!